Und Marion hat dir sicher auch schon berichtet. Und ich habe gerade angerufen, er ist jetzt bei Bewusstsein und hat durchgeschlafen, aber er redet nicht viel. Er sagt nur, auf welcher Seite dass er liegen möchte. Und wir fahren dann am Nachmittag hin. Ich darf nur eine Stunde hinein und ich darf nur ich rein. Helene, es ist definitiv so. Das war das Raumzeitliche. Es ist immer das Raumzeitliche. Das Leben ist eine Veränderung. Und ich sage immer wieder, wenn Prüfungen sind, wir haben ja ein Ziel, sage ich immer wieder, dieses Zusammensein. Ja. Und du weißt, ich habe schon vorbereitet, das jetzt gerade, und da muss ich parallel, weil wir denken uns Sachen aus bei euch speziell und bei den Fittings. Das ist ja so zwei Spiegelbärchen, die außergewöhnlich sind. Dass die Verwandlung, dass irgendwann einmal ansteht, und das ist immer das normale Gerede, wo einer geht. Das haben wir ja schon laufen mit den Kindern. Wenn ich jetzt immer sage, Trixi denkt jetzt an die Vicky zum Beispiel, es ist ja eine ständige Veränderung. Und das ist die Hartnäckigkeit des normalen Denkens. Und dann habe ich, erinnere dich, wenn du genau bist, und da muss man immer mitdenken, habe ich gesagt, es wird irgendeiner von euch zwei zuerst gehen. Oder man hat das Glück, dass es beide wegmacht, aber da ist ein kleiner Denkfehler dabei, weil wir reden immer von Gedanken. Ja. Die lösen sich schon auf, wenn du sie nicht denkst. Genau. Man muss anfangen, dass man sich auf das konzentriert, was man selbst ist. Da ist einer, der erlebt einen Traum, aber das hängt jetzt davon ab, wer du zu sein glaubst. Und es kann nur dieser eine wach werden. Ja. Und da war immer wieder das Problem, man trampelt, mache ich was richtig? Ich habe aber eine kratzige Stimme. Mache ich was richtig oder mache ich was verkehrt? Ja. Und die Frage stellt sich nicht für den, der du bist. Genau. Weißt du, das ist Ja. vom ersten Moment. Und wenn du schaust, wenn du durch meine Augen schaust, das Loslassen, wo ich immer wieder sage, man kann nur eins werden, wenn man loslässt. Ja. Und wenn man nicht loslässt, ist man zwei. Genau. Und man merkt, dass man sich aufwühlt. Und die vielen Kleinigkeiten, die ich hier, wenn du jetzt zurückblätterst in dein Buch, wo ich zum Beispiel das Problem mit dem Internet, da meine ich ein ganz globales Beispiel, dass man reagiert. Und ich mache immer mein Udo-Beispiel und ich mache jetzt das extra so ein banales Beispiel. Du kommst dann in der Aufmerksamkeit in einen Zustand, dass du reagierst, obwohl du eigentlich gar nicht reagieren willst, wo ich zum Beispiel mal gesagt habe, wenn mein Internet ausgefallen ist, ich kann beobachten, dass ich innerhalb von 2 Sekunden klitschnass war, einen Schweißausbruch kriege, obwohl ich mir in einer absoluten Selbstanalyse sage, es ist mir wurscht, ich habe das Prinzip verstanden, aber die Maschine reagiert noch weiter. Ja. Und es wird sich irgendwann einmal auflösen. Ja. Das war so immer wieder dieses Hin- und Her-Trampeln. Du musst Entscheidungen treffen und jede Entscheidung für dich alleine. Ja. Macht dann praktisch, was als Zukunft kommt, was gar nicht in der Zukunft kommt. Ja. Es ist ein Riesengeflacker von Perspektiven. Und du Ja. wirst irgendwann einmal erkennen müssen, dass alles sehr, sehr gut ist. Ja. Na, das Das trägt Leben mich. erleben ist, dass das Erste, was ich jetzt immer wieder sage, ein Gedanke von dir kann als Ding an sich nicht leiden, der kann nicht sehen, der kann nicht spüren. Alles, was existiert, was erlebt, ist der Geist, der träumt. Ja. Darum ist es das Wichtigste, dass du dazu wirklich in eine Ruhe gehst und dann dir die Frage stellst, wenn man auch in einer glücklichen Phase ist, ich sage, du wiederholst, wenn du jetzt ein glückliches Leben hast, eine Situation, wiederholst immer dieselbe Situation. Aber du willst ja irgendwann einmal was Neues sehen. Du willst ja wachsen. Ja. Du willst in neue Bereiche eintreten. Und das sind diese simplen Beispiele, wo ich immer wieder sage, du wirst irgendwann einmal zum Sprechen anfangen müssen, wenn du nicht sprechen kannst als Säugling. Und wenn du dann sprichst, wirst du lesen und schreiben lernen. Und wenn du das kannst, und das ist, was im Geistigen passiert, äußert sich im Körperlichen. Ja. Und dann muss man sich irgendwann einmal davon lösen. Und Ja. immer daran denken, man kann nicht von unten nach oben sehen. Das ist sehr interessant. Gestern, ich gleite nicht vom Thema ab, weil ich ja zurzeit auch diese Gruppe da habe, die ehemalige, und da war in Bezi seine Esther dabei. Und der Bezi sagt hier, die interessiert sich jetzt, die ist 14. Und da mache ich natürlich mein Beispiel, Esther. Wenn du jetzt an eine Siebenjährige denkst, wenn du als Siebenjähriger, musst du das nicht nochmal erzählen. Und erinnere dich, wie wir im Weißenbuch-Vortrag waren, da war die doch so lieb außen gesessen und hat immer gezeichnet. Und die ist gestern den ganzen Nachmittag mit dort gesessen
Und dann habe ich meistens sie angesprochen in diesen Kindernbeispielen und die hat solche Augen gekriegt und ist total neugierig. Was jetzt in diesen wenigen Jahren mit dem kleinen Wesen passiert ist, vom Geist an Neugier. Ja. Da ich nichts verändere, sage ich, Esther, du hast jetzt deinen Liebeskummer und dann sage ich mit ihrem Papa, wie du noch ganz klein warst, habe ich gesagt, jetzt wartest du mal, bis deine Esther 14, bis sie 16 wirst, dann gehst du mit ihr in die Disco und dann kannst du mit Anstand alt werden. Und das ist jetzt. Es ist immer jetzt. Ja, ja. Und die Ruhe ist wichtig. Und da ist immer wieder mit dem, wie das jetzt geht, lass dich einfach überraschen, was du haben musst, dieser Gleichgültigkeit und Max, was du tun musst. Ja. Es gibt jetzt so viele Perspektiven, wo du natürlich ein bisschen aus dem Häuschen warst, wie er zusammengebrochen ist. Und ich habe dann hier genau gesagt zu Marion gestern, weil wir gesprochen haben, es ist übrigens sehr, sehr interessant, weil wir haben wirklich eine Verbindung. Diese Verbindung ist der Geist, der uns jetzt ausdenkt. Mhm. Das Problem ist, wir nehmen bloß unterschiedliche Perspektiven wahr. Ja. Und was mit dem Toni passiert, die letzten, der ist ja schon, wie es letzte Mal noch bei mir war. Und dir muss ich das nicht sagen, du lebst mit ihm zusammen. Schon seit, ich habe im Bild gehabt, wo ich sage, ich weiß noch, wo ich in Almenar bin, wo die das erste Mal reinkommen seid. Ja. Der Beobachtung ist immer so, wo ich sage, da ist einer, es geht nicht um Intellekt, sondern um Geist. Bist du wesentlich wacher gewesen und der Toni hat eigentlich voriges Jahr schon in der Aufmerksamkeit extrem abbaut. Aber es ist, du beobachtest nur eine Facette von dir selber. Und das, was jetzt die letzten Wochen war, müssen wir ja sowieso nicht reden. Ja, genau. Und das ist jetzt das was Schlimmes oder nicht schlimm? Zerst du mal in Bezug auf die Figuren, die Existenzen in dir. Da ist es Schöne, wenn du mal dir hundertprozentig sicher bist, nicht nur, dass du das begriffen hast, sondern dass du siehst, dass ausgedachte Sachen nichts empfinden. Ja. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das ist einmal die Eigenart. Das sind so kleine Sätze, wenn ich sage, wenn du Zahnschmerzen hast, der Zahn hat keine Schmerzen. Wenn du Kopfschmerzen hast, der Kopf hat keine Schmerzen. Das macht dich ruhig, wenn ich sage, auch ein Toni hat keine Schmerzen. Wenn ich jetzt das Udo-Beispiel, wie ich die schlimme Jahr, voriges Jahr oder was gehabt habe, wo ich wirklich über mich überhaupt nicht reden konnte, aber über Wochen, Monate, ich meine, die haben mir Pinkelflasche gekauft, ich habe mich in den Stuhl gequält, wenn ich gesessen bin, ist es okay gewesen, wenn ich gearbeitet habe und dann kommt sie und wie geht's meinem Hasen und dann so ist es in Ordnung. Ich sehe doch, dass dir schlecht geht, wo ich sage, ich wusste nicht, dass man Schmerzen sehen kann. Das sind Interpretationen von Bildern. Ja. Und das jetzt wirklich verstehen, das ist ja die Rolle, wo wir spielen, ist immer, Rollen ist ja schon Volumen. Volumen, ja. Volumen heißt Rollen. Die Rollen, die wir spielen, das, was rollt, bewegt sich nicht von A nach B, sondern um einen Mittelpunkt herum. Ja. Und der Mittelpunkt, was du irgendwann einmal begreifen, sind wir, was ich wir nenne. Wir und Geist. Und man hat immer wieder das Bemühen auch jetzt, das ist meine Aufgabe, da hatte ich jetzt so, das mache ich jetzt heute, einen Brief, der kriegt ja die Aufnahme dann dazu, weil ich habe zwar kein Beamer nicht, aber da werde ich machen, dass ich einen Computer, jetzt muss ich wieder raumzeitlichen Schnickschnack machen, da schreibt mir eine Petra und das ist immer das Gleiche hier, da ist auch die Ruth, die ist mit ihrem Mann, die ist jetzt da dabei und das ist hochinteressant. Es geht jetzt nicht um die Charaktere, die wir uns ausdenken, sondern man hat eine gewisse Vorstellung von einem Menschen, jetzt mit den Rheinsong, wo dann viele im Chat sagen, jetzt geht es schon wieder los, wir haben den Ron gehabt, jetzt kommt die, jetzt sage ich nichts mehr und dann nochmal und nochmal und dann denkst du dir sofort dann aus, was die nicht, was die spricht. Ja. Ich sage, jetzt sage ich kein Wort mehr, da kommt der nächste Eindruck, jetzt sage ich aber wirklich nichts mehr, dann sagt einer was und sofort muss ich reagieren. Das ist ein zwanghafter Mechanismus und ich habe immer wieder gesagt, Trixi, du siehst dich, ich mache jetzt, spreche einfach, dass wir normal sprechen, du wirst dann Zustand kriegen, bevor du nicht dich in jedem Menschen selbst erkennst, du weißt, wenn ich immer sage, das ist überzeichnet, wie eine Karikatur, dass du das auch siehst, das Marotten, wo du kritisierst an anderen, dass du einen Zustand hast, dass du nicht sagst, so bin ich nicht oder das ist, sondern dass du dir eingestehst, den Charakterzug hatte ich auch schon, bloß nicht so extrem überzeichnet, dass dir das auffällt. Ja. Dass du dich in allen anderen siehst, dass das nur Facetten von dir selber sind. Ja, ja. Dann lässt du nämlich los von diesen Bewerten, von den Kritisieren, sondern du kriegst mehr Gefühl für das Solo-Feeling. Ja, ja. Für dieses wirklich alles zu sein. Allumfassende. Das Allumfassende, dass man merkt, es leidet keiner. Ja. Leid tut nur der Geist, der das Prinzip nicht verstanden hat. Und der nicht die allumfassende Liebe hat. Genau.
Und wenn man diese Verwandlungen zulässt, so wie man die beim Körper zwangsläufig zulässt, außer man meint wieder, man müsste was am Leben erhalten. Und die Situation war jetzt hier, jetzt muss ich mit der Marion, wo sie dann erzählt, weil du hast dir das ja auch erzählt, wie der zusammenbricht, da kommst du natürlich in Panik. Aber was mache ich jetzt? Und dann ist fast eine Udo-Interpretation im ersten Moment, wo dann gesagt hast, und dann musste ich die Rettung anrufen, weil ja im Hinterkopf ist, Arzt, wir müssen über Ärzte nicht reden, die versuchen was, was vollkommen sinnlos ist, ein Leben am Leben zu erhalten. Und dadurch ist es eigentlich ein Leiden verlängern, wiederum von etwas, was gar nicht leiden kann. Du Ja, weißt dann das erste Mal, wo ich immer wieder sage, wir lassen das Leben unangetastet, du lässt es weiterlaufen, du lässt dich Entscheidungen treffen. ja. Wir können jetzt Szenarien aufbauen, zum Beispiel, du bleibst eiskalt und lässt ihn einfach liegen. Ja. Okay? Ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann gleich wegschnorchelt. Ich bleibe jetzt so herzlos, aber ihr wisst, die Brutalität, umso apathischer, umso gleichgültiger du bist, umso mehr wirst du zugeben. So Ja. liebe. Weil das ist die Grundvoraussetzung, dass du alles lieben kannst. Ja. Dann können wir im Normalen sagen, dann hätte er es geschafft, dann hätte er es schon geschafft. Ja. Inwieweit kann jemand etwas schaffen, Schaffen. den du dir ausdenkst? Genau. Das heißt, wenn du loslässt, fällt er wieder in dich rein. Durch das Nicht-Loslassen bleibt er außen. Ja. Jetzt, wenn Ärzte anfangen zum Pfuschen und versteht es ganz wertneutral, dann sagen, das ist ja dieses mit Gewalt am Leben erhalten. Wenn Ja. es jetzt wirklich böse kommt, dann hast du einen Pflegefall und dann hängt der Toni dir an der Backe und du hast hier mehr oder wenig, egal mit Schlaganfall, egal was es ist, leiden tut der, du kriegst die. Das ausdenkt. Die Quittungen kriegst du für deine Reaktionen, weil du nicht loslassen kannst. Ja. Darum sag ich, schau, was du machst. Das sind immer Lernprozesse. Da muss man ganz wertfrei, neutral sehen. Schau, was du machst, was der Mechanismus macht. Und dann schau, was du dir mit dieser Aktion eingehandelt hast. Und dann lernst du. Ja. Da Zeit sowieso relativ ist. Du kommst mit der normalen Moral nicht hin. Das, Na. was hier dieses Sodom und Gomorra aufgebaut hat mit Mitleid und mit Lügen, ist so unendlich groß. Und man hängt da drin und dann muss man irgendwann einmal einen Reinigungsprozess machen. Was jetzt nichts damit zu tun hat, dass du an deinen Handlungen, das ist sowieso alles in Ordnung. Ja. Du wirst irgendwann einmal am Ende, wenn ich sage, am Ende ist alles gut und wenn es noch nicht gut ist, hast du das Ende noch nicht verstanden, dass du selbst bist. Ja. Weil du irgendwann einmal es wird immer eine Phase, wenn man loslassen kann, kommt. Dieser Aufschwung, ich habe so viele tausende Beispiele, und das ist in jedem Leben. Du merkst jetzt auch mit der Trixi, wenn ich jetzt mit Gogo, ich sage so oft, und das ist mein Empfinden, wenn ich mit euch zwei spreche, ihr macht mir so eine Freude, weil ihr das euer Leben weiterlebt, wo ich mich nie einmische. Das ist immer wieder diese Vorurteile von den Menschen, dass jeder lebt in seiner eigenen Welt, und das ist meistens noch geplappert. Ja. Du hältst dich an Regeln, die noch nicht deine Regeln sind, die unvollkommen sind. Das Übel Ja. der Welt ist die Moral des Gutmenschentums. Ja. Das ist unglaublich. Ich habe den Fall, muss ich kurz sagen, mit der Petra. Und das schwingt auch immer wieder euer Problem mit, auch wenn ich das aus einer anderen Perspektive, da ruft mich eine an. Ja, und mit Holofeeling, sie studiert das jetzt so lange und sie hat dazu einen, der liegt ihr ganz am Herzen, einen Robert. Und der hat studiert, der sitzt aber, kann nicht mehr selber arbeiten. Und der studiert und der hat jetzt das, weil sie Holofeeling ihnen was Gutes tun wollte. Und dann saut er mich aber vor Ort und weise, dass ihr gleich schwindlig worden ist, was er ihr geschrieben hat. Vergleicht mich mit Hitler und wie der Dilettant Betscher, der Dilettant Betscher und Menschenfänger und Sektenguru. Und er hat das angeschaut, er hat sich das angeschaut und dann vergleicht er mit Hitler und sehr, sehr intellektuell. Und wie er sich überhaupt, der Elektriker, der sich anmaßt, hier tausende von Wissenschaftlern haben hier in Theologie nach dem Sinn des Lebens versucht zu forschen. Und der Dilettant, der noch nie eine Universität betreten hat, wie die ganzen Spinner maßt sich jetzt ein, ihr wisst ihr, wie die Welt ist. Das ist diese total verkopften Mensch. Und du siehst in einigen Auszügen, er hat es erst einmal nachgeschaut und dann landet er natürlich bei Infosekte und da gibt es nur einen einzigen drei Eintrag und das ist der Zeitungsausschnitt verweisen würde. Es ist übrigens sehr interessant, dass in dem Zeitungsausschnitt mittlerweile 8 Kommentare drunter sind, also in dem Infosekt-Eintrag und da ist genau alle wieder, ja wieder einer, der Haufen Kohle machen will, indem er Leute verarscht und so weiter und so weiter. Und jetzt ist es hochinteressant, was ich jetzt, wieso ich das jetzt eigentlich erzählt habe, dass wir ja alle, die da dort waren,
Ja. unabhängig, ob du den Udo jetzt kennst oder nicht, für die Trixi nochmal. Der Redakteur von der Zeitung, dieser Jörn Stefan, den ich selber noch nie gesehen habe, den ich nicht kenne, das erweisen wollte, ja, der hat sein Büro genau 30 Meter genau gegenüber in der Straße. Und dieser Eintrag ist, wenn man dabei war, jede einzelne Aussage ist eine Lüge. Es geht los, dass mir Gott erschienen ist. Habe ich jemals das behauptet? Zeige ich mir eine einzige Stelle, wo ich das schreibe und dass ich Elektriker bin. So schlecht recherchiert, ich bin kein Elektriker, ich habe Radio- und Fernsehtechniker gelernt. Jetzt kann man sagen, das ist dasselbe. Das ist ungefähr, wenn du sagst, der ist ein Koch, obwohl du ein Metzger bist. Ja. Da ist zwar irgendwas ähnlich, aber es ist was ganz was anderes. Aber das wäre so leicht. Ich habe hier in Weißenburg 20 Jahre einen Laden gehabt, wenn er sagt, ich bin ein Elektriker. Das ist schlichtweg falsch. Ja. Da sind 50 Mann, haben sich zusammengetroffen. Du weißt, das ist. Jetzt, 200 also, war. das war überaus gebucht. Wir waren sogar mehr, wir haben Ärger gekriegt, weil wir mehr drin gehabt haben, wie es ist. Es ist jede einzelne Aussage ist eine Lüge. Und wieso ich das jetzt erzählt habe, ich sage, es ist keine Verteidigung, das schau in dich rein, dein jetziges Wissen besteht zu 99% aus derselben Qualität in der Informationsquelle. Habe ich gehört. Selbst wenn du studierst, Ja. erinnert euch, wenn ich meinen Lesch immer nenne. Ja. Wenn wir jetzt unseren Charakter vom Lesch nehmen und er hätte im 15. Jahrhundert studiert, da hat es ja Universitäten mit riesen Bibliotheken gegeben und dann wäre ein Galilei kommen. Dann wäre der Galilei für den Lesch ein Verschwörungstheoretiker, weil wir Physiker wissen ja, dass das gar kein Ja, sein kann und das kann ich dir ganz logisch erklären. Und gerne. es geht, dass du das Prinzip begreifst. Ja. Deswegen kann man das Leben weiterleben, dass wenn ich sage, wenn man Lehrer ist, ist man Lehrer. Wenn man Ja, Gerade ist, beratet. macht man das hier, da ist man mit vielen Sachen irgendwann nicht einverstanden, wo man die Fehler merkt. Ja. Dass ich immer, ich habe so tausende von Beispielen, aber um die Dinge geht es nicht. Es dreht sich um den, der man selbst ist. Und du bist was anderes wie ein Gedanke. Ja. Und die Liebe muss jetzt vollkommen werden. Aber die Vollkommenheit ist, dass du von dieser Einseitigkeit loslässt. Ja. Ja. Weil irgendwann muss man sich verwandeln. Ja. Verwandelt sich immer jetzt. Genau. Und wieder innen wie innen zu außen, erst das um dich herum, deine Traumwelt kann sich erst verändern, wenn sich das innere Programm erweitert. Und ich sage jetzt nicht austauschen, sondern wirklich erweitern. Erweitert, genau. Und die wirkliche Freiheit kommt, wenn man hier in dieser Gleichgültigkeit die Sachen anschauen kann, was jetzt wieder die normale Logik sagt, das ist Herzlosigkeit. Und ich sage, nein, das ist die Liebe. Genau. Das ist die Liebe. Das ist sehr. Die rote Liebe kennt keiner, weil solange du noch eine selektive Liebe hast, die ein Gegenteil kennt. Genau. Und darum ist es passt, es läuft alles so, wie es sein soll. Wenn Genau. ich jetzt auch nach Plan, der Plan ist nie eine Spur. Darum bin Ja. ich so, es ist so wichtig, das Videospiel. Ja. Und ich habe jetzt da wieder Fragen gekriegt, was ist Kollektivwissen? Ich sage, das ist das eigentliche, wenn man sich ja wenn auseinandersetzt, das eigentliche Konstruktprogramm, das mir alle gleich laufen. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich denke jetzt einmal Trixi und ich werde die Trixi gar nicht kennen. Und die Trixi macht Urlaub in Weißenburg, dann wird die, wenn die in Weißenburg auf dem Marktplatz steht, wird die komplett dasselbe Rathaus sehen wie jeder andere in dem Konstruktprogramm, weil es wird jetzt erst einmal hier die Stadt aufgebaut. Aber wenn man das GDA, diese Riesenstadt als offene Welt, wo drin ist, musst du wissen, dass jeder Spieler, der das Spiel laufen hat, der das spielt, der sich ja als Protagonist in dieser Welt empfindet. Der wird mit denselben Straßen und denselben Häusern konfrontiert. Aber in seinen Aktionen, was ihm interessiert, wo er hingeht, Ja, in einer gut zu Großstadt. Die wissen. einen gehen in die Kirchen und die anderen gehen in die Nachtclubs. Ja. Das ist, was dich interessiert. Hast du deine persönliche Welt? Ja. Das ist immer, wo ich sage, das Konstruktprogramm. Und jetzt kommt natürlich immer dieses Nomen ist Omen, wo ich in so vielen Fällen sage, es ist so spaßig mit den Namen und du kriegst ja das langsam mit, kriegst sie mit dem Auffächern, wie tief das ist. Und ich habe jetzt gerade Beispiele, das sind ja jetzt meistens so alte Hasen. Ich habe etliche, die mir wirklich auch Freude machen ohne Ende. Jetzt Ritter und Martin, die auf Weißenburg gezogen sind. Für mich, ich habe mich wieder Martin aufdacht, ich konnte mich an den gar nicht mehr erinnern. An die Ritter schon, die habe ich sofort, die waren noch vor den Jahren ganz bei der Eva Maria Bischoff. Und Danny, ihr Schwiegersohn, ist der Eva Maria ihr Sohn. Der hat die Tochter von Danny geheiratet. Und da waren die damals schon dabei. Und dann ist die komplett, die war dann in die ganzen Vorträge, über 10, 15 Jahren habe ich die überhaupt nicht mehr gesehen. Und wenn du das siehst, wie die studiert hat, die hat sich nur im Internet angehört
Und ich sage, wenn wir umgezogen sind, ein paar Mal, das Wichtigste war meine Kiste mit den Holofilling-Schriften. Bis zum heutigen Tag. Und ich sagte, ich habe so erfreut, wenn ich jetzt mit der, das ist wie wenn ich jetzt mit euch mich immer unterhalten habe, wenn die Grundlagen da sind, da wird alles rund. Ja. Und es ist bei dem Namen, ihr seid, wo ich immer gesagt habe, die Kienberger mit dem Berg, das ist, das Feuer ist oben auf dem Berg. Und das ist der brennende Dornbusch. Und der brennt, und da haben wir das Rennen schon drin, in Polaritäten. Ja. Das bedeutet, die Polaritäten rennen. Aber die drehen sich immer, die kreisen um einen einzigen Punkt. Das ist die Rolle. Und was meine einzige Botschaft ist, der Punkt bist du selbst. Das sind wir. Ja. Wir erleben uns in so unendlich viele Facetten. Ja. Und umso mehr man sich darauf einlässt, das ist der pure Realismus. Ja. Das ist gerade das, was ich versuche, euch mitzuteilen, ist der pure Realismus. Wir reden nämlich von dem, was ist. Du wirst dann merken, dass du keine kommunizieren. Jetzt hier in den Gesprächen so unterschiedlich, es sind aber neue auftaucht. Riad, Assyrer. Der ist Softwareentwickler, hochintelligent, Jubilit Beckert. Der ist über den Udo Stamm gekommen. Der hat jetzt nur die letzten, von halben Jahr die ersten Schriften, der muss reingefressen haben, weil ich, du weißt, wenn ich immer frage, merke ich inwieweit an die wesentlichen Sachen hier. Und der ist 52, Moslem. Und dann habe ich immer wieder gesagt, sein Ding von Syrien, der war aber vorher schon in Deutschland, der ist also kein Flüchtling. Und dann habe ich gesagt, jetzt wenn wir Syrien nehmen. Das ist, er hat jetzt ein Vergangenheitsbild auf seiner Spur über Assad. Ich habe nicht einmal gefragt, was für eins. Da steht er, zum einen feiern die den wie ein Wohltäter und die andere Seite sagen, es ist da das Monster Assad und der Tyrann. Und ich sagte jetzt eine Udo-Sicht, die ich kenne, ich war da noch nie, ich schaue mir sehr viele Berichte an und wenn ich den Assad sehe oder Bildzeitung, ich sehe fast ein aristokratisches Gesicht und die Interviews, die in Deutschland veröffentlicht wurden, die er mit örtlichen westlichen Journalisten geführt hat, ist ähnlich wie hier damals der Ahmadine Ashad. Jetzt muss nicht darauf eingehen, dass du sagst, das strahlt bloß Liebe aus und die Verzweiflung besteht gar nicht, ich weiß gar nicht, was die mir alle vorwerfen. Dass das doch alles nur Lügen sind. Wir sind wieder bei den Lügen. Denk an den Weißenbruch-Zeitungseintrag. Der hat auch seine Welt. Aber ja, der geht immer innen so außen. Du wirst niemals, wenn einer hier von der ganzen Ausstrahlung her, vom Geben, jetzt nehmen wir unseren Trump. Das ist ja ein Musterbeispiel von. Und dann schau dir wieder den Putin an. Ja. Da können viele sagen, und die Wahlen sind manipuliert. Du manipulierst dich mit diesen Aussagen. Aber ich komme zum Assad. Dass ich sage, du hast deine Welt, ich will das nicht einmal wissen. Ich kenne die zwei Seiten. Ich kenne die Meinung, die ich mir machen kann mit der Physiognomie. Ja. Und es ist doch beim Hitler nicht anders. Ja, ja. Die, für welche war der Heiland und für die anderen ist er der Massenschlechter gewesen. Aber was ich sage, ist ein Gedanke, du solltest nur urteilen, wenn du jemanden persönlich kennst. Ja. Solange ich über jemanden spreche, den ich nur vom Hören sagen kann, gehe ich in eine Falle. Ja, so. Aber muss ich eingestehen, dass alles, was über meinen persönlichen Horizont hinausgeht, ist angelesen. Ja. Jetzt kommt dieser einfache Satz, egal, Trixi, welches Buch du mir zeigst, welchen Zeitungsartikel über irgendein Thema, ich zeige dir 1000 Internetseiten und Bücher, wo zum selben Thema das Gegenteil oder was ganz was anderes behauptet wird. Mhm. Bei Holofilling, das ist es alles richtig für den, der diese eine Seite nachplappert. Genau. Bei Holofilling geht es nicht um die Kategorie 2, sondern die Kategorie 2 muss man eins machen. Eins machen. Und die Kategorie Kienberger, da geht es nicht um den Toni, dem wir uns ausdenken, es geht mir jetzt überhaupt nicht um die Helene, die ich mir ausdenke, mir geht es um den hier. Ja. Der wird irgendwann mal verstehen müssen, dass er ich ist. Rot. Ich. Ja, ja. Jetzt ist bei euch zwei übrigens dasselbe, das wird jetzt zwar nichts nützen, dass wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum und ich mache jetzt nur, ich sage nur unser Symbol, mein Holger und Andrea. Weißt du, dass ich jetzt im Moment mit dem Toni Skype, jetzt in dem Moment ich, nicht der Udo, als Udo natürlich, oh, der total hin und her, ich muss die Helene ins Krankenhaus bringen, jetzt haben sie hier, der kann sich bloß auf eine Seite drehen. Der glaubt, der Toni zu sein, erlebt jetzt im Moment in seinem Traum komplett dasselbe, bloß gespiegelt. Du kommst, wenn du nicht bereit bist, mit einem höheren Komplex zu arbeiten. Ja.
wirst du das nicht verstehen. Es ist übrigens technisch schon da. Pass auf, ich mache für die Trixi nochmal Trixi. Das gibt, wenn du, und ich kann das nur von der Computermetapher erklären. Mhm. Wenn wir einen klassischen Film aufnehmen. Ja. Ich sage immer, an der DVD, wenn man früher geholt hat, die hat ungefähr 4 Stunden Laufzeit maximal. Wir bringen 2 Fußballspiele drauf. Mhm. Okay? Wenn du jetzt schaust, von der Laufzeit her, diese 2 Fußballspiele, wenn du anschaust, bestehen aus Einzelbildern. Mhm. Und jedes Bild hängt davon ab, ich rede jetzt normal, von welcher Kameraperspektive, da ist ja mal das Tor drauf, dann ist das Tor drauf, aber du hast immer nur, du hast die Laufzeit von 2 Fußballspielen auf einer DVD, mhm, und immer nur Einzelbilder aus gewissen Perspektiven. Wenn du dir jetzt das Viva 2020 holst, das ist, mhm, das gibt schon, das Viva 12 ist das schon losgegangen, es wurde immer weiterentwickelt, ja, dann hast du eine DVD, das ist eine andere Datenstruktur. Mhm. Und jetzt, wenn man das wirklich einmal sieht, ist unendlich irre. Das heißt, du kannst aus dieser DVD, die im Prinzip dieselbe Datenmenge hast, kannst du, ich benutze das unendlich, ganz normale, so wie wenn ich jetzt sage, ich bin ein Zuschauer und ich schaue mal Fußballspiele an, kannst du unendlich viele Fußballspiele herausgenerieren, die, mhm, jedes einzelne Spiel genauso individuell ist, wie, mhm, du jetzt ein Fußballspiel als materieller Denker erlebst. Es ist genauso individuell. Jetzt müsste ich mich schon fragen, wie ist es möglich, auf dieselben Datenmenge, die ich abspeichere, unendlich viele verschiedene Fußballspiele, mhm, draufzubringen. Mhm. Aber es geht noch einen ganzen Schritt weiter. Du kannst jede einzelne, ich kann beim Film, bei der DVD, kann ich anhalten, kann ich da auch das Spiel. Mhm. Jetzt geht es natürlich noch, dass ich nur, wenn ich 2 Spiele habe, sind da 2 Spiele mit 4 Mannschaften. Das können die zweimal dieselben Mannschaften sein oder 4 verschiedene Mannschaften sein. Mhm. Bei dem FIFA kann ich nicht nur unendlich viele Spiele machen, sondern ich kann, was an Mannschaften sind, die hier im Klassischen, wir sagen mal, was nicht wie viel in Deutschland, aber das ist weltweit, das sind nicht nur deutsche Mannschaften, mhm, dass da die Kombinationen von allen Mannschaften weltweit in unendlich vielen Spielen darstellbar sind. Mhm. Ich kann beim normalen DVD kann ich anhalten, ich kann zurückspulen und vorspulen. Mhm. Bei dem Spiel kannst du anhalten, jede Szene anhalten, und jetzt kommt der große Trick. Du kannst die Szene, wenn ich das Bild anhalte, kann ich das statische Bild, die Kamera verschieben, wo ich das haben will. Du kannst dich, mhm, hinzoomen, wenn der Elfmeter ist, dass du fast nur den Ball siehst, dass du hochgehst, die Kamera ist, wo der Torschütze, der den Elfmeter schießt, vor dem Ball ist. Du kannst das, die Kamera, wie wenn ich drehe, kannst du vom Torwart aus ansehen, von oben. Du kannst überall hinzoomen. Du kannst jede Kameraeinstellung einstellen im Standbild, mhm, das dann lückenlos vor- und zurücklaufen lassen. Das sind nicht einmal Einzelschritte, die du siehst. Beim Bild siehst du ja die Einzelschritte. Das geht mit dem Joystick. Ich habe da mal hinzoomt beim Elfmeter, wo der losläuft. Und dann habe ich vergrößert nur den Ball. Und dann siehst du, wie der Fuß das Leder reindrückt, wenn er drunter geht. Und dann kannst du das so hin und her schaukeln. Dann kannst du das rumfahren, einführen. Das geht für jeden Moment. In diesen unendlich vielen Spielen kannst du das komplett in allen Variationen variieren. Und jetzt pass auf, das geht und man weiß programmtechnisch, wie man es macht, weil das Ding kannst du kaufen für 49 Euro, das Programm. Mhm, und genauso funktioniert deine Welt. Mhm. Das ist die höhere Ebene. Mhm. Du musst einfach anfangen, mach dir kein Bild von was da draußen. Die Bilder sind in dir. B-I-L-E-R. Wir, ja, wissen, LED, jetzt machen wir das einfach mal blau. Ist eine intellektuelle Lichtöffnung. Ja. Mhm. Und das göttliche Licht ist geschlossenes Rot. Das ist das Gotteskind. Und das Kind, jetzt hast du schon mal genau hingeschaut, das beginnt mit einer KI. Ja. Diese künstliche Existenz macht ND die existierende Öffnung des Auf- und Abschwingen. Genau. Mhm. Und man merkt so die Kleinigkeiten, wenn man sich einlässt. Da kann man, er sagt dann übrigens hier ja, und die Wortspiele sind ja ganz nett, aber da kann ich mir den Willi Astor auch anhören. Der macht genauso was. Da merkst du, das ist so verbrettert. Ich kann jetzt, wenn, stochastisches Denken. Wenn du was nicht willst, willst du das nicht. Ja. Dann wirst du immer mehr Fehler finden. Deine Logik, ja, sucht ja nach Fehlern, die werden dann auch, ja, verwirklicht. Ja, ja, genau. Das ist einmal das, der erste große, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ja, ja. Und man wird sehr gelassen, wenn man das macht. Und bei Zeiten, darum ist bei der Esther zum Beispiel, ich sage, Esther, du wirst verliebt sein, du bist jetzt 14. Und dann bringe ich meine Nele von der Helga, die ist jetzt 21, die hat mir wieder angerufen, weil sie eine Prüfung versammelt hat. Und ich sagte, ich habe so gelernt, Rudi, ich habe alles gewusst und ich war so aufgeregt.
Und die Prüfung hat sie versemmelt. Und dann ist sie so verzweifelt. Und vor 1,5 Jahren war ich das Problem mit dem Kevin. Ich bin ja so verliebt in den Kevin. Und dann mache ich mit der Esther so, und die hat so aufmerksam zugehört. So, Esther, ich sage jetzt zu dir dasselbe, es stuft sich in den 7 Jahren. Ja. Wenn du 7 bist, ich habe ein Geschwisterchen, das ist ja so dumm, das macht ja noch in die Windeln. Ich lerne ja schon lesen und schreiben. Und ich sage, Esther, du bist jetzt 14. Was ist für dich ein Siebenjähriger? Ja, Kind. Ein dummes Kind, Du weil musst. du bist ja jetzt schon langsam, jetzt schminkt er sich schon, jetzt sind schon, wenn was. Ach. Und ich sage jetzt, die Esther ist 21, weißt du, was du für die Esther bist? Ja, genau. Und ich sage jetzt, nimm mal deine Oma. Ja. Und es wird nie aufhören. Du kannst jetzt schon das Prinzip verstehen, sage ich. Aber Ja. es ändert nichts. Du musst genauso durch das Leben durchgehen wie jede Seele. Und interessant wird es am Ende. Das ist auch jetzt der Sprung, Trixi, von dir zu deiner Mutter. Du weißt, es ist, und darum ist, man muss es dann wirklich leben. Und dann ist es diese Erkenntnis der Vergänglichkeit der ausgedachten Dinge. Ja. Aber ich verliere ja überhaupt nichts. Nichts, nein. Darum ist es unheimlich wichtig. Das ist, und dieselbe Gleichgültigkeit sollte man auch seinem eigenen Körper gegenüber haben. Und Genau. das sind die Prüfungen, wo man kann es nur geschehen lassen. Ja. Dann wieder einfaches Unterbeinspiel. Dein Leben ist wie das Wetter. Du hast keinen Einfluss drauf. Du Ja. kannst nur beobachten, ob dir das jetzt passt oder ob es dir nicht passt. Ja. Das ist es. Genau. Und Ja, das Ziel das ist darf man aber die nicht. Gleichgültigkeit. Deswegen kann ich meine Rolle ganz normal weiterspielen. Das ist jetzt egal, wie es jetzt kommt, dass sich das sowieso auf Dauer auflöst. Die Frage, inwieweit ist es sinnvoll, mit Gewalt das am Leben zu halten oder nicht am Leben zu halten. Erinnere dich, ich habe immer wieder die Falle mit meiner Mutti, wie mein Bruder dann kommt. Er kommt, ich wusste, und meine erste Reaktion war Freude. Habe ich meine Mutter nicht geliebt? Die wollte doch eh immer gehen. Ich sage, Mutter, du musst da Zeit lassen. Es ist soweit, wenn du vollkommen losgelassen hast, dann ist es soweit. Ja. Und dann war eine schöne, weil ich ja vorher schon vor Jahren mir mal gedacht habe, wie die in Niedhofen noch war, so ich sollte die jetzt sterben, wie die Phase war, wo ich noch mal raus bin. Aber ich sagte, ich wüsste, wenn jetzt die stirbt, man kommt ja, es kommen ja so Ideen. Ich rede nochmal. Ich wüsste nicht, ob ich auf die Beerdigung gehe. Muss man ja, muss man nicht gehen. Das ist, weil ich die gar nicht sehen will. Und selbst das jetzt durch Corona, es dürfte ja keiner, man hat ja eh mal einen Bruder gemacht. Ja, Das ist alles so interessant wie perfekt. Die Maren sagt, es ist unglaublich. Wo dann hier mein Bruder noch sagt, hier, der Alex hat ihr ja, also mein Stiefvater hat ihnen ja 100.000 Euro gegeben. Dann hat die, mit dem Geld hat er das Altenheim gezahlt. Und ich Ja. habe da nichts damit. Er hat die Vormundschaft, hat mein Bruder gehabt. Und dann sagte, und ich muss jetzt ganz eigentlich, und der war dann total fertig, vor allem noch mehr welcher Corona, und sagte, eigentlich muss ich ja froh sein, weil das Geld hätte jetzt noch 2 Monate gereicht. Und dann hätte er hat ja selber auch nichts, dann hätte ich zum Alex rausgemisst und hätte nochmal anbetteln müssen. Und dann habe ich gesagt, pass auf, habe ich gesagt, falls dir das nicht klar sein sollte, das Geld war nicht vom Alex. Das ist das, was ich ihm damals gegeben habe. Einfach gib und vergiss, wie die Konkurs anmelden hätten müssen. Und jetzt brummt ja der Laden ohne Ende. Und ich sage, der hat ja eigentlich nur das Geld gegeben, das habe eigentlich, als wenn das schon geplant gewesen wäre. Ich sage, ich habe von der Mutter mit dem Geld, wurden die letzten Jahre des Altersheim, des Pflegeheim gezahlt. Alex hat da gar nichts dazu gegeben. Die hat 50 Jahre für den sich in den Arsch aufgerissen, für nichts, für lau. Ja. Und das hat gepasst. Ja. Und die war dann eh, und die Beerdigung, das war eine halbe Stunde, da war bloß, jetzt dürften ja nicht einmal, du dürftest ja nicht einmal Zeitungsanzeige vorher machen bei uns, dürften keine hingehen. Ja. Nur die allerengsten mein Verwandten. Bruder, meine Schwägerin und die 2 Söhne von ihm, mehr dürfen sowieso nicht hingehen. Du dürfst da keine Blumen mitbringen. Was Das ist nur dafür? das Corona. Und es war so schnell, getroffen, zack. Fertig, die wollte eh bloß ein Urnengrab. Ja. Ich habe nichts damit, eine halbe Stunde vom Machen und sag, selbst das war perfekt. Was jetzt interessant ist, dass wir, wenn du jetzt sagst, wir zwei, auch die Marion, die letzten 2 Tage war ich hellwach. Ja, Nachts. ja. Hat sie erzählt bestimmt. Auch sie. Das ist normal untypisch. Ja. Das ist, ich muss zweimal raus, aber du bist halt, ich war komplett hellwach. Ohne, und ich bin dann schon einmal um 2 aufgestanden. Sie sagt, schreib. Ich sage, du, ich habe eh nicht früher, weil sie kennt es ja noch von Ellingen, wie ich meine Schmerzen hatte. Da bin ich ja nächtelang, die meisten Schriften hat sie geschlafen und ich war in meinem Studio die ganze Nacht, weil ich kann eh nicht schlafen. Ja.
als mit Kreuzschmerzen so, weil ich nicht hin konnte. Ich kann eh nicht schlafen, dann kann ich gleich, es kribbelt in meinem Kopf, was soll ich, dann kann ich gleich. Jetzt sagt sie immer, schreib nicht, dann soll ich spatz, ich habe nichts mehr zu schreiben. Ich tue zwar jetzt da ein bisschen mit meiner Arithmetik 2, weil du wirst so gleichmäßig. Ja. Und du machst, was du kannst. Ich bemühe mich nach wie vor, das ist, ja. Aber immer bloß um den Geist. Genau. Das ist den, den ich erzähle, der ist jetzt die Helene und der ist die Trixie. Ja. Und das Leben selber, da wächst du hin, Trixie. Wenn ich jetzt die Trixie wieder, die Trixie-Programm, das sind ja nur Filter. Ja. Es ist der Geist, wo sich dreht, es ist alles ganz anders und es wird immer klarer werden. Darum sage ich, die Einfachheit, diese einfachen Sätze, ich habe dich jetzt ein paar Mal zitiert, das Gespräch, das letzte, wo die Fettings dabei waren, wo ich glaube, ich ihn Holger aufgemacht habe, wo du sagst, der erklärt es uns wirklich in einer Kindergartensprache. Und du musst in den Knick reinkommen, dass du diese ganz einfachen Sätze, wo man sofort meint, das ist logisch, die Tiefe versteht, was ich dir eigentlich sage. Genau. Es ist voll, es haschen nach dem Wind. Ja. Es ist vollkommen sinnlos, etwas Existierendes am Leben erhalten zu wollen, weil es wird schon zerstört mit nächsten Gedanken. Ja. Die Wiederholung, hier jetzt unten, fast immer wieder dieselben Sätze, das sind ja lauter alte Hasen mit dabei, dass ich sage, wenn ich das wiederhole, habt ihr es noch nicht verstanden. Ja. Solange, wenn ich als Udo auftauche, der Udo wieder dasselbe erzählt, und euch muss ich es nicht sagen, da sind immer wieder neue Facetten dabei, die hier ein kleines Babyschrittchen weiterbringen in diese Apathie, in diese Gleichgültigkeit, die eigentlich die rote Liebe ist, die allumfassende rote Liebe. Du kannst nicht alles lieben, solange du einseitig dich fokussierst. Ja. Als Figur schon. Aber das ist ja auch gleichzeitig. Ja, ja. Genau. Und den Rest muss man jetzt einfach abwarten. Ja, genau. Geschehen lassen. Weil zu Marion noch sagt, wie hättest du reagiert, wenn mir das jetzt passiert ist? Die kennt das ja. Jetzt zur Zeit bin ich ja relativ stabil, aber ich habe eine Phase gehabt, wo die Leute gar nicht wissen haben, mit Michael, wie der Michael noch da war, dass ich hier da sitze, ich erkläre was, ich stehe auf, so jetzt wird es mal schwummerisch, ich stehe auf und dann kippe ich um. Ja. Ich war einfach weg. Das ist wie so eine Schlafsucht gewesen. Da hat es mir von einer Sekunde, jetzt mache ich wieder Worte. Ja. Aber jetzt aus der Sicht von dem, der dabei ist, und morgen kriegt er da, mittlerweile, wenn wir spazieren gehen, ich bin jetzt richtig im Laufen, richtig, wirklich ganz normal wieder, aber die hat immer ihr Tropfen, wenn ich so, jetzt wird's mal, wenn schwummerisch, das ist ganz, da kriege ich sofort Panik, weil die das kennt, wenn sie mich wegzwillt. Ja. Ich sage, krieg doch eine Gleichgültigkeit, wenn ich mich nicht aufreg. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft, die in dir neue Welten schafft. Genau. Das ist einfacher gesagt, wenn die Logik dann, wenn das Logikprogramm dann zum Laufen anfangen kann. Und Theorie und Praxis ist eben, dass du nur in einer Übergangsphase, was ich jetzt mache, wir installieren das neue Programm, das muss erst einmal geladen werden, das ist in euch drin. Mhm. Und es wirkt das eigentlich noch weiter. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und du kannst nur diesen wertfreien Beobachter machen, wo ich sage. Mhm. Und diese Sache mit dem blinden Arschloch. Dass du wirklich dich nicht einmischt, wenn du merkst, dass dein Programm wieder abstürzt, du kannst es eh nicht. Das ist, wenn ich dann sage, ich sitze dann da und dann merke ich, dass ich klitschnass war und es ist mir eigentlich wurscht. Mir, ich habe verstanden, wer ich bin, mir ist es vollkommen wurscht. Aber jetzt, wenn ich mich beobachte, ich merke, wie das Programm immer noch läuft. Ja, ja. Das ist die Situation, wo du jetzt beschrieben hast, die angeblich in der Vergangenheit war. Und die war auch jetzt. Das ist das, was ich gerade mit dem Fußballspiel gesagt habe. Genau. Das geht nur mit einem Chatdenken. Mhm. Aber im Chatdenken ist der Zustand, wenn ich es so mache, ja. Was genau genommen 16 Seiten sind. Was übrigens sehr interessant war, da sind wir jetzt so oft drauf eingegangen. Und ich habe jetzt die wieder erklärt und viele haben gemeint, ich habe das verstanden. Ich merke das immer bei meinem Holger. Oder meine Tränen der Spiegelungen mit dem Redo, wo ich im Bleinfeld vortrage. Ja. Du hörst dir das laufend an. Ja. Dass da beim Holger wieder ein paar Sachen gekommen sind, wo ein Groschen gefallen ist, wo ich als Udo jetzt, als Udo, gemeint habe, das müsst ihr doch schon tausendmal verstanden haben. Ja, ja. Okay, ein ganz simples Beispiel mit dem Spiegeltunnel, wo der Toni aufgebaut hat. Ja, ja. Da hat er so einen Heuliker gehabt, da hat er sich gar nicht mehr zusammengebracht. Ich sage, das ist mir nicht auffallen. Und jetzt im Nachhinein merkt er, du sagst das eigentlich jedes Mal dazu, das ist irgendwie bei mir vollkommen durchgerutscht. Ja, ja. So ist es. Das sind so kleine Freude, das Verstehen sind die Elemente des Geistes, wo ich immer sage, auch lernen. Wirklich lernen tut der Geist was, nur wenn ihn das im absolut tiefsten Innern interessiert, weil er neugierig ist. Alles, was wir in der Schule lernen, Trixi, es ist ein Zumüllen,
das sowieso wieder vergessen wird. Ja, ja. Genau. Mhm. Ich kann immer wieder hineinmachen, habe ich schon gesagt, wenn wir Lehrer unter uns haben und du bist der Fachlehrer und du machst jetzt hochdotiert meine wegen Mathematik und ich frage dich, wann war eigentlich der Cäsar, na, was du das nochmal? Und ich sage, du hast das hundertprozentig irgendwann nochmal in der Schule im Allgemeinwissen lernen müssen. Warum will ich diese angebliche Vergangenheit eigentlich zu? Ja. Dann kommt jetzt gerade diese offizielle Medien. Ob man sich da orientiert oder da. Da, wo du die Medien, welche du nachklapperst, ob du dich rechts oder links orientierst, es wird deine Meinung sein. Ja. Und dann kommt natürlich dieses Verrückte, dass die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Mhm. Ich habe so einen Satz immer erwähnt, ich könnte jetzt dich zum Beispiel fragen, die letzten 6 Wochen, was war eigentlich hier mit dieser schlimmen CO2-Umweltverschmutzung? Mhm. War überhaupt in irgendeinem Medium, wurde noch von CO2 berichtet, war das nicht wieder vollkommen weg? Ja, ist abgesagt. Weil nur noch Corinna da war. Aber wir springen jetzt einmal zurück. Und ich habe so einen Satz, der klingt nach in allen Nachrichten, in allen seriösen Menschen, die mit einem gesunden Menschenverstand denken, ist dann immer Komma, dieser Satz, 98% der seriösen Wissenschaftler ist ganz klar, hundertprozentig sicher bewiesen, dass hier das Corona ein riesengroßes, das CO2 ein riesengroßes Problem ist. Ja, und die 2%, die sind unseriös. Das Problem ist, dass auch bei den 2% Nobelpreisträger sind, ein Musterbeispiel war zum Beispiel hier der Chef, der Direktor des in Deutschland des Max-Planck-Instituts für Wetterforschung, der viele Jahre Direktor im Max-Planck-Institut für Wetterforschung war, der hat es gewagt, diese als eine Lüge und einen großen logischen Druckschluss festzustellen. Der wurde entlassen. Der gehört jetzt zu den 2% der unseriösen Wissenschaftler. Mhm. Stell dir vor. Mhm. Aber der normale Mensch, der sich das nicht im Detail anschaut, der plappert nach. Und war das mit den Riad, habe ich gesagt, du hast deine Vergangenheit. Ich will das nicht wissen, ob in deiner Vergangenheit der Asser der gut oder schlechter war. Das weißt du selber. Ja. Aber das hängt auch von deinem Programm ab. Genau. Was ja. Jetzt ihn, was er hier bestätigt hat, dass das einzige Land Syrien das einzige Land war, wo das Christentum und die Moslems in einer vollkommenen Harmonie nebeneinander hergelebt haben. Über viele, viele Jahre. Ja. Bis dann wieder hier welche kommen, man muss eins davon intronisieren. Und das ist immer Entheiligung. Genau. Ja. Und darum schauen wir das. Es läuft, wenn ich weiß, der alte Gangster darum hat sich dabei was gedacht in einer Führerscheinprüfung. Ja. Und das ist das einmal, sich über nichts und niemanden aufzuregen, vor nichts Angst zu haben, zu begreifen, dass Existenzen nicht für die Ewigkeit da sind und Existenzen niemals in irgendeiner Form leiden, was verstehen können. Das ja. Ist ihm auch hier, aber du willst doch deinen Geistesfunk das auch erklären, schreibt diese Petra. Ich sage dann gleich sofort wieder. Mhm. Hast du jemals einfach zugehört, dass ich immer jeden Selbstgespräch, ich erkläre es denen, der mich jetzt ausdenkt. Genau. Da ein ist ausgedachter eine, Geist. Eine kurze Pause war da jetzt. Jetzt habe ich gemerkt, wo sie, die schreibt dann als erstes, aber du bemühst dich doch auch so deinen Geistesfunk, dir das erklären und der Robert ist der einzige wirkliche Freund. Ich hoffe, es wäre mir so wichtig, dass der das auch versteht. Und ich sage, hast du jemals zugehört? Es ist die erste Grundprämisse, der Unterschied, wenn der Udo in dir auftaucht, als Pixel oder als Mensch. Ich sage immer, ich erkläre es dem, der mich ausdenkt. Ich erkläre es niemals an den vergänglichen Gedanken. Es ist vollkommen sinnlos, einer vergänglichen Erscheinung zu erklären, was Ewigkeit ist. Ja. Es ist ein ganz klares Deutsch-Trixi. Auch wenn innerlich dein Programm und alles sich, ich rede von dem, was ist, was hundertprozentig sicher ist. Mhm. Ob jetzt das dir passt oder nicht passt, der Wirklichkeit ist es so scheißegal, ob du dich drüber aufregst oder nicht. Ja. Man muss das akzeptieren und dann, wenn man die Position eingenommen hat, dann lernt man das geschehen lassen. Und was du erlebst, ist deine eigene Verwandlung. Mhm. Die Verwandlung von dem, der sich als Ding an sich gar nicht verwandeln kann, weil er nichts ist. Ja. Da wird jetzt jeder normale Mensch sagen, du, der weiß doch nicht, was er spricht, der spinnt doch. Na, ja. Weil ja. Es packt die Logik nicht. Es packt die Logik nicht. Mhm. Bis man das Prinzip verstanden hat, da kann man überhaupt nicht mehr verstehen, dass einem das nicht aufgefallen ist. Ja. Dann ist es umgekippt. Jetzt nicht in das Gegenteil, sondern in die Mitte. Ja, genau.
dann in die höhere Ebene. Das ist es, ja. Genau. Da helfen die vielen, vielen Wiederholungen. Das ist immer das, man muss bei Zeiten dran arbeiten, sich vorbereiten für die Verwandlung. Und all das Problem wäre nicht, wenn wir von klein auf so erzogen worden wären. Du weißt, wenn ich sage, mein Bali-Beispiel, dann würdet ihr jetzt so wie ich, ihr würdet euch freuen, wenn mein Bruder kommt und sagt, die Mama ist gestorben. Ja. Ähnlich. Ja. Aber nicht aus einer, die wurde ja nicht aus einer Riesenqual erlöst. Nein. War die Rollstuhl, die Welt, das war durchaus, sie hat ja selber gesagt, die letzten Jahre waren die für sie die schönsten, obwohl sie im Rollstuhl gesessen ist. Ja, weil ich kenne meine Mutter nur, krieg sie heulend hier fertig und sorgen und sorgen und heulen und sorgen und sorgen. Du hast einen Menschen bis aufs Blut gequält mit deinem Liebsein wollen und immer Duckmäusern. Das ist auch nicht für dich. Ja. Aber auch das ist einfach nur ein Charakter. Es sind festgelegte Charaktere. Kein Tier, nicht so niemand, mein Spaziergang durch und zu. Ja. Unter diese Vielfalt, die Begeisterungsfähigkeit. Ja. Aber was ist eine Begeisterungsfähigkeit? Hat das was mit einem Geist zu tun oder mit einem Programm und Hartnäckigkeit, wenn man genau hinschaut? Das, was man Begeisterungsfähigkeit, mit Geist hat es nichts zu tun. Die besitzen alle Bewusstsein, die haben alle Geist. Das sind Sachen, die man nicht besitzen kann, die muss man sein. Die muss man sein, genau. Und du bist hundertprozentig ewiger Geist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Das ist mein Ansprechpartner. Genau, ja. Den kann man sich aber nicht ausdenken. Na. Das ist, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du denkst, dann taucht die Information in dir auf. Ja. Und sobald du an was anderes denkst, ist die schon wieder weg. Ich rede von dem, Trixi, was hundertprozentig sicher ist. Und jeder, der jetzt in dir auftaucht und sagt, das ist ein Spinner oder was, dann kannst du versuchen, das zu erklären und dann wirst du sofort merken, aber merk, dass das anders ist. Denk an unser Gespräch hier, was ich noch bei euch mit dem Gogo, wo er sagt, ich habe hier schon als Kind gemerkt, dass das irgendwie anders ist. Weil wenn du das nicht in dir hättest, diesen kleinen Funken, welchen dir gar nicht auftaucht, dann fällt es weg und da kommt dann diese zwanghafte Liebe, die man Mutterprogramm, Vaterprogramm, so, das ist okay, aber das ist Liebe und der Zwang ist nicht die Liebe, von der ich rede. Ja. Liebe und der Zwang funktioniert nicht, das ist programmiert. Ja. Aber wirkliche rote Liebe erleben kann man nur, wenn man Geist ist. Aber die muss allumfassend sein. Genau. Da ist die Vergänglichkeit das Normalste der Welt. Weißt du, das ist auch, wenn es einem jetzt gut geht, aber dieses Älterwerden, wo ist jetzt der Sinn? Dass du dann mit 98 noch hier zusammen auf dem Bänkchen sitzt, bevor ich hinzittert. Jetzt machen wir unsere Zukunft. Ist das der Weg, den du gehen willst, um dann doch irgendwann einmal... Die Verwandlung passiert hier und jetzt, Helene. Das ist die Botschaft. Okay, ihr zwei. Danke, halt mich auf dem Laufenden. Du weißt doch, ich bin jeder immer für euch da. Wir haben doch unseren Dill. Das ist Freunde auf ewig, Familie. Danke. Sag einen Gruß an Gogo und dann natürlich an Toni. Danke, Franzi. Papa, danke. Papa.